Ich habe 7000, ich habe es gerade gesehen. Worüber rede ich eigentlich mit euch? Ich habe 7000 Delta V. Ehrlich jetzt. Egal. Völlig egal. Und da können wir nochmal einen Ike, einen Orbit einschlagen. Ja, es war eine unnötige, ich gebe es zu, also meinerseits eine unnötige Diskussion. Das hätte ich mir einfach stumpf sparen können. So. Spricht irgendwas dagegen, zum Manöver zu warpen? Eigentlich nicht, oder? Eigentlich doch nicht. Ich wollte nur mal sagen, dass ich prinzipiell ein Freund der Vernunft bin. Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Aber am Ende des Tages. Ja. Am Ende des Tages, egal. So, passt das hier alles? So, was ist hier los? Scan for suitable location for new base. Ah, unser Scan ist durch. Und High Resolution Scan auf Minmus ist auch noch direkt durch. Das heißt, wir haben dann gleich Ergebnisse. Dann zoome ich uns jetzt mal schnell hin, um das erste Korrekturmanöver zu fliegen. Und dann gucken wir uns mal an, was da an. Was hast du jetzt schon wieder? Minmus passiert ist. Ah ja, das Transferfenster öffnet sich. Verrückt, deshalb fliegen wir ja gerade. Ich sag's ja immer wieder, Pü. Skill ist, wenn Luck zur Gewohnheit wird. Dann ist es nämlich kein Glück mehr, sondern man hat es einfach so im Blut, dass es per Zufall immer klappt. Aber ich habe auch keine Ahnung, warum ich jetzt schon wieder Ike treffe. Es ist halt einfach so. So, jetzt haben wir wahrscheinlich gerade. Nee, warum hat er uns jetzt auf 50 runtergezogen? Was zur Hölle ist dein Problem? War das gerade der Transfer raus, oder? Warum macht der meinen Time Warp kaputt? Jetzt alles gut, oder? Ach so, ja. Moon-Vorbeiflug. Vielleicht haben wir irgendwas hier noch nicht gesigned. Ha! Nee, wartet mal. Bin ich überhaupt noch? Hä? Ach so, ah. Jetzt, ich will nicht wieder zum Space Center. Egal, wir nehmen hier noch ein bisschen Science mit. Einfach weil es geht. Iridian Scan 15 und Gravity Scan. Warum nicht? Raus damit. Hier ist nicht sehr sinnvoller, die Inklination anzupassen, dann den Transfer zu machen. Wie du siehst, bei 15,2 Meter pro Sekunde. Nö. Ich nutze die Inklinationsabweichung einfach, um direkt oben drüber zu laufen und mir den Polarorbit zu krallen. Und ich kann einfach durch kleinere. Also ich komme natürlich schräg rein und irgendwann bezahle ich das Delta-V-Budget. Aber am Ende des Tages. Nö, ich würde jetzt keine komplette Inklinationsanpassung fliegen, weil die auch die Mission in die Länge zieht. Denn ich muss für eine Inklinationsanpassung natürlich auch. Mal guck mal, da können wir tatsächlich. Hier ist auch einiges an Science nicht gemacht. Eine Inklinationsanpassung heißt natürlich auch, ich muss im Idealfall zu einem Ascending- oder Descending-Node erstmal kommen. Und das ist natürlich auch nicht ganz unaufwendig. Also zeitlich unaufwendig. Da muss man erstmal hinfliegen. Aber bisher haben wir noch eine sehr gute Verbindung auch. Ich glaube, dieses 50 runter, das war einmal der Übergang zum Moon und dann der Weggang vom Moon. So, ich glaube, ich mache das jetzt mal aus, sonst kommen wir ja nirgendwo mehr hin. So, und jetzt. Feuer frei. Ich gehe nur kurz mal in diese Ansicht. Oh, obwohl, das können wir auch in der Ansicht machen. So. Oh, und wir machen das einfach so. Pass mal auf. Wir haben ein Manöver. Zack. Dann verpassen wir das auf gar keinen Fall, weil die gute Alarmglock uns eh rausreißt. So, tschüss Kerbin, tschüss Moon. Wir machen uns auf den Weg nach Duna mit unserer völlig neuen, frei erfundenen Technologie des sogenannten Hover Rovers. Eines Quadcopter-Aufklärungsgerätes, um auf Duna Wissenschaftsdaten zu sammeln und dort zu scannen nach einer guten Position für unsere erste Duna-basierte Basis, also unsere erste extraplanetare oder exoplanetare, was weiß ich, Basis. Dafür bauen wir nämlich die Minmus-Basis, denn die Minmus-Basis ist am Ende des Tages unser Ausgangspunkt und soll mal eine Tankstelle werden, um von dort aus sehr große Raumschiffe, sowas wie eine Basis,
in Richtung Duna zu starten, weil der Firlefanz, das kann man auch relativ leicht rausschießen. Aber so großes Zeug ist schon ein bisschen schwieriger. So, wir kommen unserem Manöver immer näher. Das wird eine relativ einfache Nummer. Ich hau nochmal den Zeitraffer hoch. Komm. Zack, zack, zack. Der holt uns ja da eh raus. Jawohl. Ding, 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 ding. Gut, dann können wir uns schon mal ausrichten. Funkverbindung sieht okay aus. Delete on close. Zack. Kann man irgendwo noch Körben sehen? Ist noch was zu erkennen? Nee. Ach, es ist so eine schöne Skybox. Ne? Es fühlt sich viel mehr nach Weltraum an mit dieser Skybox. So. Gut, wir müssen ja vom Burn. Was wird das dauern? Eine Sekunde oder so? Vielleicht zwei. Also wir haben immer noch 152 Delta V in der eigentlich, ich weiß gar nicht, wofür ich die mal wollte. Ich glaube, die sollte mich eigentlich in Orbit schieben, die Stufe. Mal wieder völlig übertrieben. Egal, vielleicht fliegen wir nachher noch nach Yol, wenn wir dabei sind. Ich bin auch echt gespannt, wie das Ding sich fliegt. Und ich bin auch gespannt, wie der Wiedereintritt so funktioniert mit dem Teil. Mal gucken. So. Machen wir ganz vorsichtig. So, jetzt wird es spannend, sich das mal anzugucken. Okay, da kommen wir. Jetzt müssen wir das natürlich so hindüdeln, dass das auch wirklich, wirklich, wirklich exakt klappt. Weil Ike Anziehungskraft ist jetzt natürlich nicht so besonders gigantisch. Dass es so einfach wäre, da einen Treffer hinzubekommen. So, ich muss jetzt mal ganz kurz mein Triebwerk deutlich runterregeln. Come on, come on, come on. Jawohl, da ist er. Da ist er. Okay, das ist... Mal schauen. Good enough. Ja. So, deckungsgleich. Sehr schön. Okay, jetzt passt unser Manöver. Das heißt, ich kann auch diesen Manöver-Node relativ gut behalten, weil wir wirklich dort lang kommen. Das heißt, ich muss den nicht nochmal neu planen. Dieses Manöver ist erledigt. Wir haben das nächste. Das packe ich jetzt auch direkt in den Manöverplaner. Und wir machen noch einen Sphere of Influence Change. Der wird nämlich in... 187 Tagen ist dann wahrscheinlich der nach Duna rein. Ja, genau. Und 188 Tage ist dann Ike. So, den speichern wir auch direkt nochmal rein. Das heißt, in 187 Tagen sind wir an Duna und es geht los. Und ich glaube, die heißt Deep Space Starbox, wenn du bei Seaken mal suchst. Irgendwie so in die Richtung ist der Name. Jo, sehr schön. So sieht's aus. Das ist... Oh Gott, irgendwas Komisches ist gerade passiert. Ah, er hat sich irgendwelche zusätzlichen Flugbahnen noch berechnet. Also, witzige Dinge würden passieren. Und ich gucke jetzt mal, üblicherweise ist es ja bei mir so, dass dann quasi jetzt ich einen automatischen Transfer nach Yol bekomme. Nee, doch nicht. Okay, gut. Also, wir sind unterwegs. Hier können wir jetzt gar nicht so viel tun, außer nochmal gucken, ob wir zufällig ungefähr 1 Million Science-Punkte abgreifen können. Ich mock das mal schnell, ne? Zack, 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 zack. Oh nein, 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 die Metal Study muss ich abbrechen. Ah! Metal Study? Weg, das will ich nicht machen. Nicht hier, der ist zu wichtig und zu wertvoll. Mystery Goo auch nicht. Atmospheric Pressure Scan, den noch. So, die will ich tatsächlich an Duna irgendwo machen. Space High Over the Sun. Jupp. Transmit. Magnetometer. Jupp. Meridian Scan. Jupp. Gravity Scan. Jupp. Radio Place Plasma Wave Scan. Jupp. Temperature Scan. Jupp. Orbital Teleskop. Jupp. So. Damit haben wir dann auch nochmal... First Scientific Data from the Sun. Sehr schön. So. Sehr, sehr, sehr gut. Ich bin begeistert. Bin ich. Habe ich kein Space Lab? Hier dran nicht. Ist ja auch keiner da, der forschen kann.
So, Mystery Goo und Metal Study hebe ich mir noch auf. Die will ich wirklich an Duna feuern. Der Rest ist erstmal so okay. Alles eingespeichert. Was machst du falsch mit Seekan bei RSS? Dass der mittendrin abbricht, ist ganz normal. Du musst das immer wieder laufen lassen. Der braucht einfach zu lange, um die Downloads zu machen. Der cached aber die Sachen, die du schon geschafft hast, lokal und er frisst sich dann langsam durch. Also ich brauche auch so 7, 8, 9, 10 Anläufe, um eine RSS-Installation tatsächlich durchzuziehen. Space Center. So, jetzt gucken wir mal, wo ich die Daten auswerten lassen kann. Also ich habe natürlich ein Space Lab in der Umlaufbahn. Also ich kann mit den Daten dann auch zurückfliegen, aber eben dann mit den Duna-Daten. Das war jetzt nur so ein, ich sag mal so Drive-by-Science, nenne ich es immer ganz unverfroren, die sich zufällig ergeben hat, wo wir jetzt alles mal benutzt haben, was man wieder benutzen kann. Tatsächlich kann man drüber nachdenken mit 7000 Delta V. Mal gucken, wie viel das dann noch ist, wenn wir den Rover abgesetzt haben und unsere Forschungsaufträge erledigt haben, eventuell zurückzukehren. Oh, das sieht. Ach so, es ist einfach. Ach, ich habe gerade gedacht, was ist denn hier los? Aber es ist einfach zappenduster. Freunde, ich habe keine Ahnung. Research and Development. Gott, warum ist das so finster plötzlich? 300 Pünktchen. Warum habe ich in den Hover Rover keine Fallschirme gemacht? Mit den Hover Triebwerken den Rest. Weil ich lieber einen Skycrane gebaut habe. Keine Ahnung. Ich kann dir das gar nicht so sehr begründen. Es ist einfach so. So, Large Volume Containment. Advanced Metalworks. Ranger Airlocks. Hex Core Tubes. Also ich gucke gerade mal, was man mit den 300 Punkten so anfangen könnte. Anchor Hub. Oh, kommen hier irgendwann mal die. Ich suche ja immer noch nach den Connecto-Tubes, dass man sich irgendwann mal. Das sieht ja schon mal verdächtig vor Connecting Tubes. Das spricht mich ja prinzipiell an, weil ich würde auch vermuten, wenn ich hier weitergehe, den Weg, dass wir dann zu so Schläuchen kommen, ne? Also ich suche noch so Basisschläuche. Es fehlen mir immer Positionslichter. Oh, das ist nur so ein bisschen Science und ein Forklift. Okay, das ist total witzig sogar. Also ein Gabelstapler ist natürlich nicht ganz schlecht. Großer Heat Shield, Radial Landing Legs sind auch nicht ganz doof. Was haben wir hier? Unmanned Tech. Also ganz ehrlich, aus der Basisbauperspektive, so langweilig das wirkt, würde mich interessieren, das hier mal freizuschalten, um zu sehen, was passiert als nächstes, weil ich nach diesen Flexo-Tubes suche. Es gibt auch ein Micro-Goo und ein Soil Moisture Scan. Also es gibt sogar ein neues Experiment, es gibt eine Harpune, es gibt ein großes Fairing, das ist natürlich auch viel wert für die Basissachen. Inline-Klempotrone. Ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht schlecht auf der Konstruktionsebene, wenn wir uns hier die Composites holen. So, einfach mal gemacht. Yes! Flexo-Tubes, Freunde. Es ist klar, wo es hingehen soll. Und wir haben alle Vorbedingungen erfüllt. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch 550 Dings. Und hier gibt es auch, guck mal, so Hub-Dinger und sowas. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Was ist das hier? Kran. Okay, also das ist auf jeden Fall ein ganz großer Schritt für den Basenbau, wenn wir diese Flexo-Tubes haben. Cool. Sehr, sehr, sehr cool. Yes! Gut gepokert und ausnahmsweise mal gewonnen. Hä? Warum kostet das nur 300? Das ist ja geil. Oh, das müssen wir uns auch irgendwann noch holen, ne? Das Orca-Command-Modul. Cool, jetzt wird es langsam richtig witzig von den Teilen her und da hinten kostet es mittlerweile auch schon 1000. Okay, aber jetzt gehen wir erstmal zu den Aufträgen. Warum ist es schwarz? Warum ist es so unglaublich finster? Ah, hier ist schon wieder irgendein Grafikbug. Da ist mein Space Center. Das muss wie Wasser sein, nur mit. Naja, irgendwas ist heute schon wieder komisch. Ist ja auch egal. Active, Duna Probes. Land Probes in three different biomes on Duna incomplete. Okay, das ist durch den Vertrag.
Magnetic Field Environment Around Duna. Da müssen wir mal gucken, ob wir den erledigen können. Aber da haben wir auch noch 25 Jahre für. Orbital Survey of Minmus. Das war das. Science Data from Surface of Minmus, das ist das. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Meine Vermutung wäre ja jetzt, nachdem wir. Aha, was ist das nächste? Okay, jetzt müssen wir einen Rover hinschicken. Also, dass wir diesen Missionsstrang mal verfolgen. Was haltet ihr davon? Also, wir haben ja jetzt gescannt nach einer guten Location für eine Basis auf Minmus. Jetzt sagt der Missionsstrang als nächstes, wo sollen wir noch scannen? Auf dem Moon? Okay, nee. Sagt jetzt als nächstes, einen Rover runter zu schicken. For Base on Minmus. Dass wir einen kleinen Rover bauen, den wir nach Minmus schicken, um dort rumzuscouten und eine Basis zu suchen. Und das müssen wir, wenn ich das richtig sehe, 2 Minuten oder 2 Stunden lang machen. Wahrscheinlich 2 Stunden. Und wir nehmen auf jeden Fall mal Space Around Kerbin, nehmen wir mit. Also ich würde das, glaube ich, ganz gerne annehmen, weil es sich einfach anbieten würde, um so ein bisschen Storyline-mäßig Minmus zu erforschen. Und wenn ich das annehmen will, warum frage ich euch eigentlich? Nein, ich glaube, das macht Sinn, oder? Die Roffelcopter-Dinger, ich weiß es nicht. Müsste ich auch nachgucken, wo die herkommen. Irgendein wildes Mod. Irgendwas im HKK-Quadrat Modpack. So, dann haben wir aber noch einen Vertrag frei. Orbital Survey of Ike. Könnten natürlich auch mal wieder irgendwas mit. Oh, wir könnten noch mal ein Space Camp machen. Wollen wir noch mal ein Space Camp probieren? Das war halt ein Riesenaufwand, ne? Theoretisch könnte man aber. Na gut, ich lasse das jetzt erstmal frei. So, wir bauen uns jetzt mal einen Rover, hoffe ich. Habe ich das angenommen? Ja, ich habe das angenommen. Wir bauen uns jetzt einen Rover für Minmus, um dort rumzufahren. Und packen den auf eine Rakete, damit wir Minmus mal auskundschaften für eine Basis. Das sollte ja relativ flink gehen, gibt uns auch wieder ein paar Tage, in denen was passiert. Und so ein Rover beginnt ja immer ganz gut mit sowas hier. Und wir haben bestimmt auch schon irgendwelche kleinen Räder, oder? Ja. Ach, guck mal, das ist ja alles gar nicht so wild. Zack. Zack. Passt das schon? Ja. Cool, das ist doch gut. Guck mal, kein Quadcopter für Minmus. Well, ihr wisst ja, wie das so funktioniert mit Quadcoptern. Zack. 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 Ich mache das jetzt mal kurz nur so. Zack. Gleiches Spiel nochmal. Einfach um die höhentechnisch aufs Gleiche einrasten zu lassen. Zack. Ja, schon gar nicht mehr so exakt, ne? So. Oh, nee, das ist auch nicht gerade gewesen. Deshalb sieht das komisch aus. So, jetzt können wir es ganz exakt machen. So, wir bauen uns jetzt, wie gesagt, einen Rover für Minmus. Damit wir die Erforschung dort machen können, so wie unsere Mission das vorgibt. So. Und dafür müssen wir natürlich. Also ich beschließe jetzt einfach, dass wir dafür gewisse Sachen machen müssen. Weil in der Mission ist da tatsächlich gar nicht so viel drin, ne? Also in der Mission ist einfach. Search for suitable sites. 2 Minuten, Stunden, was auch immer lang. Weiß ich nicht. Rumfahren halt. So, wollen wir 6 Räder oder wollen wir 8 Räder machen? Wie seht ihr das? Dann schieben wir das erstmal ein bisschen zurecht hier. Schwupp. Nicht zu weit. So. 12 ist ein bisschen viel. Auch wenn ich euren Ehrgeiz unterstütze. Ich bin mir noch nicht sicher. 8, ich glaube, ich muss zurückziehen, was 8 angeht. Das funktioniert, glaube ich, so nicht. Ich glaube nicht, dass ich da noch sinnvoll ein weiteres Paar dazwischen bekomme. Hä? Kann ich haben Anzeiger? Wo ist er?
obwohl. Wenn das so ein bisschen zusammenschiebt. Zack. Könnte man schon machen. Könnte man schon machen. So. So. Schieben, schieben, schieben. Geht schon. Geht schon. 8-Räder-Rover. Das ist nur das Problem, dass er ein bisschen hoch liegt, ne? Der hat so einen zu hohen Höhepunkt. Höhepunkt, Schwerpunkt. Höhepunkt, ja. Ich meine was anderes. Warum macht er da so einen Sprung? Das ist ein bisschen too much. So ist, glaube ich, ganz gut. Ah, cool, da kommt auch so irgendwie wie so ein natürlicher Widerstand beim Höhenverschieben. Dann sind die auch alle auf einer Höhe. Ja, Kette wäre sehr witzig, aber mir wäre nicht bewusst, dass es dafür Mods gibt überhaupt. Aber ich glaube, so ein 8-räder Rover ist auch ganz lustig. So, was braucht man auf so einem Rover? Auf jeden Fall braucht man Licht, wenn man irgendwas machen möchte. Ich gebe da einfach mal Light ein. So. Jeder gute Rover hat Augen. So, die wollen wir natürlich nach unten gucken lassen. Wupp, wir wollen ja was sehen. So, sehr schön. Oder? Die leuchten jetzt vor ihm nach unten. Genau. Sehr gut. Da haben wir das schon mal. Dann brauchen wir noch ein schönes Science-Experiment als Nase. Und ich glaube, ich weiß schon, was ich nehmen werde. Wir wollen nämlich... Was haben wir hier? Soil Motion? Nee. Wir wollen ja den Boden untersuchen. Also, es würde sich ja anbieten, das Surface Scanning Module zu nehmen oder, damit können wir nach Ressourcen scannen, oder diesen Ablation Laser Light Imager, aber ich glaube vorne nehme ich den hier ran. Die Lampen etwas nach außen. Das ist gar nicht so eine doofe Idee. So. Nur ein Ticken. So. Ein bisschen noch. Gut. Sehr schön. So. Dann brauchen wir noch was für den Schwerpunkt. Und da würde ich doch mal sagen, bietet sich ja eine Batterie ziemlich an. Müssen wir mal gucken, dass wir die richtige Größe erwischen. So sieht es ganz gut aus. Jawohl. Die werden wir jetzt auch noch ein bisschen verschieben, um sie nicht so rausgucken zu lassen. Aber prinzipiell ist die schon mal nicht schlecht. Ah, wohl die interferierte ein wenig mit den Rädern, ne? So vielleicht. So. Dann haben wir einen tiefgelegten Schwerpunkt durch unsere Batterie und auch schon mal 1120 Strom. Ich weiß gar nicht, ob ich mal Mood Rover habe. Wahrscheinlich nicht. So, was können wir noch so forschen? Also, meiner Meinung nach noch ganz gut wäre tatsächlich den Surface Laser Light Ablation Dingsbums Nupsi mitzunehmen. Der schadet nicht. Da kann man dann nämlich tolle Sachen machen wie hier hinten System Check. Oh, die muss man ein bisschen höher ansetzen.
Laserexperimente. Ich liebe Laserexperimente. Oh, kann man den kleiner skalieren? Cool, das ist geil. Das mag ich. Okay, dann können, nehmen wir den ein bisschen in kleiner mit. Ah, so ist doch schön. Dann stört der auch nicht so. So. Kommt hier oben in die Ecke rein. Systemcheck. Und dann kann der hier so Laser-Dinge machen. So. Laser-Check. Was kann man noch Lustiges anstellen, wenn man schon mal irgendwo rumfährt? Genau, also Gravioli-Detektor brauchen wir auf jeden Fall. Den könnte man aber hier so seitlich irgendwo hinbauen. Der stört ja nicht besonders. So, Graviolis. Seismik-Experimente, auch eine schöne Idee, genau. Wir wollen ja nicht, dass wir in einem Erdbeben umkommen auf Minmus. So. Thermometer, auch wahrscheinlich so ein Standardding, sollte man auf jeden Fall haben. Zack. Was haben wir hier noch Schönes? Atmosphäre gibt es da nicht. Golfschläger brauchen wir nicht. Asteroid Sounding brauchen wir nicht. Atmospheric, nö. Nö, nö, nö. Nach Wasser suchen. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Sieht auch optisch sehr ähnlich aus wie das andere Ding. Das Laser-Ding. So. Das wird wohl der teuerste Rover aller Zeiten. Genau, glimmt so ein bisschen vor sich hin. Was haben wir hier noch Schönes? Flight Computer. Kerbul Core Drill. Ah, die müssen wir aber zurückbringen wahrscheinlich, die Core Examples. Das wird uns nicht so besonders viel bringen. Wasat, zack, zack, zack. Magnetometer. Multispektrale Imaging-Plattform. Aber ist die aus dem Orbit, oder? Only in Orbit. Zack, und weg. Orbital Teleskop. Carbonite Sampling Kit. Pressmart können wir uns auch sparen. Also ich weiß schon, dass die Experimente da funktionieren, aber es macht halt eigentlich wenig Sinn, das zu tun. Also tun wir es einfach nicht. So, ich glaube, alles Sinnvolle habe ich da. Gut, das tut doch erstmal. So, jetzt braucht der kleine Roboteur natürlich noch eine Ach du Scheiße, okay, nee, das ist ein bisschen arg groß. High-Gain-Antenne vielleicht? Jawohl. So. Was haltet ihr davon? Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Dann hat er schon mal eine Funkverbindung. Ich glaube nicht, dass man diese Antenne scalen kann, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Doch, kann man. Ich bin aber gerade am Überlegen. Mir reicht eigentlich wahrscheinlich die hier sogar aus, ne? Obwohl, die ist ein bisschen cooler optisch gesehen. Warte mal. Also ich will, dass die nachher so ist. Gerne. So, das heißt, schwupp. Zugeklappt am Hintern, passt. Das ist ein bisschen arg klein. Ach so, guck mal, die Reichweite geht auch runter. Witzig. Man kann die einfach größer machen. Größer und kleiner, das reicht aber für uns. Wie sieht es mit Strom aus? Ja. Eins nach dem anderen, Freunde. Eins nach dem anderen. Batterien haben wir schon mal. Jetzt kommen wir zu Solarstrom. Ich würde ihm einfach mal auf jeden Fall ein Dach aus einer Solarzelle geben. Das hilft ja schon mal bei vielen Problemen mit Strom. So. Ich glaube, dass das tatsächlich sehr viele unserer Probleme lösen wird. Und man könnte natürlich noch mal gucken, ob man nicht sagt... Machen sowas hier. Wobei ich befürchte, dass die Dämpfer von dem Teil das zerstören werden.
glaube, die prinzipielle Idee ist gar nicht schlecht. So. Können die Fläche ein bisschen erhöhen. Können die Dinge eigentlich aufscalen? Ha! Na gut. Warum ist der so komisch? Einfach ein schönes Solardach machen. Erinnert mich so ein bisschen an den Sojourner Rover optisch gesehen. Zack, guck mal. Schön Solardach. Jetzt ziehen wir das noch so auseinander, dass er sich nicht gegenseitig zerstört. So. So, schöner, kleiner, improvisierter Sojourner, der potenziell Minmus Base Scout Rover.